diesem Video wird eine Auswahl von Themen und Fragestellungen aus dem Bereich des Lernens im Zusammenhang mit der Psychologie besprochen. Zunächst ist zu klären, was man überhaupt unter dem Lernen versteht. Lernen kann als eine länger andauernde Veränderung der personalen Disposition, also von Fertigkeiten, Einstellungen, aber auch Wissen, definiert werden. Es gibt innerhalb der Psychologie mehrere Versuche und Theorien, um das Lernen bei Menschen erklären zu können. Lernvorgänge des Individuums werden unter anderem durch dessen Entwicklungsbedingungen und somit Erfahrungen in bestimmten vergangenen Situationen beeinflusst. Einige Psychologinnen und Psychologen vertreten darüber hinaus die Ansicht, dass in einigen Bereichen Tiere wie etwa Affen und Hunde in ähnlicher Form lernen wie auch Menschen. Die psychologische Richtung des Behaviorismus geht vom sogenannten assoziativen Lernen aus. Unter Assoziationen versteht man in diesem Zusammenhang die Verknüpfung zwischen dem Reiz und der Reaktion, die dieser beim Lebewesen auslöst. Lernen bedeutet in diesem Sinne das Erlernen von Beziehungen zwischen Reaktionen. Da der Behaviorismus versucht, ausschließlich beweisbare Aussagen zu tätigen, sind deshalb beobachtbare und beweisbare Reaktionen der Menschen für diesen psychologischen Ansatz von besonderer Bedeutung. Die klassische, operante und instrumentelle Konditionierung sind Formen solch eines assoziativen Lernens. Nun zur klassischen Konditionierung, zum klassischen Konditionieren. Besonders bekannte Experimente stammen in diesem Zusammenhang von Ivan Pavlov, der sich darin mit Reaktionen von Hunden, wie etwa dem Speichelfluss, auf bestimmte Reize, wie die Darbietung von Futter, beschäftigte. Es werden die folgenden Arten von Reizen bzw. Reaktionen unterschieden. Da wäre der unkonditionierte Reiz und die entsprechende Reaktion. Es handelt sich hierbei um eine angeborene Reaktion, abgekürzt UCR, auf einen bestimmten Reiz, abgekürzt UCS. Die Reaktion ist also in diesem Falle nicht angeboren. Nun zum neutralen Reiz. Bei einem derartigen Reiz gibt es keine angeborene Reaktion, beispielsweise wie das Läuten einer Glocke. Nun zum konditionierten Reiz und der damit zusammenhängenden Reaktion. Die Konditionierung bewirkt, dass eine bestimmte konditionierte Reaktion, abgekürzt CR, auf einen bestimmten Reiz, abgekürzt CS, erlernt wird. Durch die Konditionierung wird dann aus dem neutralen Reiz ein konditionierter Reiz, wiederum abgekürzt mit CS. Die Konditionierung kann in Form von Lernkurven beschrieben werden. In der Erwerbsphase werden Assoziationen, die Verknüpfung also von Reiz und Reaktionen, erlernt, wobei gerade die Wiederholung des Lernvorgangs wichtig ist, da dauerhaft etwas gelernt werden soll. Zur Löschung, ein anderes Wort dafür ist Extinktion, also zur Löschung, zur Extinktion einer erlernten Assoziation kann es kommen, wenn über einen längeren Zeitraum hinweg der konditionierte Reiz nicht dargeboten wird. Eine Folge ist dann eine Verringerung der konditionierten Reaktion. Eine Spontanerholung liegt dann vor, wenn eine konditionierte Reaktion auf den Reiz ohne einen neuerlichen Lernvorgang wieder möglich ist. Unter einer Generalisierung versteht man, dass es auch eine Reaktion auf ähnliche und nicht nur auf einen einzigen bestimmten Reiz gibt. So könnte beispielsweise die Angst vor Ratten auch zusätzlich zu einer Furcht vor Hasen werden. Man spricht hier dann von Übertragung. Wir kommen jetzt zum operanten Konditionieren. Ziel ist hier das Lernen von etwas Neuem und nicht nur eine bestimmte Reaktion auf einen Reiz. So erlernt beispielsweise ein Hund durch Belohnung in Form von Futter und Anerkennung ein neues Kunststück. Es wird gelernt, dass die eigene Reaktion bzw. das Verhalten die Situation verändert. Die Verhaltenswahrscheinlichkeit wird unter anderem durch Belohnung und Bestrafung verändert. Nun zum instrumentellen Konditionieren. Das eigene Verhalten wird als Werkzeug bzw. Instrument zur Erreichung eines bestimmten Ziels betrachtet. Als Gesetz des Effekts gilt in diesem Zusammenhang, dass durch das eigene Verhalten eine Folgewirkung
ein Effekt angestrebt wird. Burrus F. Skinner ist ein Behaviorist, der sich in zahlreichen Experimenten und Forschungsarbeiten mit der Konditionierung auseinandersetzt. Experimente in diesem Zusammenhang. In der sogenannten Skinner-Box, einem Käfig, konnte er Ratten dazu bringen, einen bestimmten Hebel in einer gewissen Reihenfolge zu drücken, wenn diese für das entsprechende Verhalten eine Belohnung erhielten. Es kam zur Extinktion, zur Löschung, wenn die Ratten keine Belohnung mehr erhielten. Unter der Reaktionsrate versteht man die Häufigkeit des erwünschten Verhaltens. Hier im Experiment also das Drücken des Hebels durch die Ratte. Nun zur Verstärkung. Eine positive Verstärkung ist ein angenehm empfundener Reiz, wie zum Beispiel Futter, der dazu führt, dass ein bestimmtes Verhalten öfter gezeigt wird. Eine negative Verstärkung ist ein unangenehmer Reiz, wie beispielsweise Schimpfen, der dazu führt, dass bestimmte Verhaltensweisen weniger oft gezeigt werden. Nun zum Unterlassungstraining. Maßnahmen sollen dazu führen, dass ein bestimmtes Verhalten weniger oft gezeigt wird. So beispielsweise bekommt ein kleines Kind weniger Süßigkeiten, wenn es nicht brav ist. Nun zum komplexen Lernen. Eine weitere Lernform stellt das sogenannte komplexe Lernen dar. Beim komplexen Lernen steht nicht nur die Untersuchung des Zusammenhangs zwischen Reiz und Reaktion im Mittelpunkt des Interesses, sondern auch Lösungsstrategien und Einsichten in Problemstellungen. So kamen Forscherinnen und Forscher im Rahmen von Experimenten zur Erkenntnis, dass etwa Ratten den Ausweg aus einem Labyrinth anscheinend mit Hilfe sogenannter kognitiver Karten finden. Kognitive Karten sind landkartenartige Vorstellungen der Ratte über das Aussehen des Labyrinths, in dem sich diese befinden. Die Ratten waren in diesem Experiment also nicht planlos unterwegs, sondern versuchten gezielt aus dem Labyrinth zu entkommen. Eine Form komplexen Lernens ist das sogenannte Lernen durch Einsicht. Diese Form wurde unter anderem in einem Experiment mit Affen untersucht, bei dem diese in einem Käfig an ein an der Decke hängendes Obst gelangen wollten. Die Forscherinnen und Forscher interessierten sich für die Lösungsstrategien der Affen. Den Primaten gelang es unter anderem, vorhandene Kisten aufeinander zu stapeln und unter Verwendung eines langen Stockes an das Obst zu gelangen. Ein Lernen aus Einsicht ist unter anderem dann gegeben, wenn vorhandene Lösungen auf neue Situationen übertragen werden können und nicht ausschließlich durch Versuch und Irrtum agiert wird.